Touristinformation am Nürburgring Wilk ist mein Name. Ja, Panzer, ich begrüße Sie. Ja. Hallo. Ja, wir haben ein Problem und zwar hat mein Sohn einen Gashänger am Fahrzeug. Der muss jetzt hier immer langfahren. Jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Wie, der muss hier immer langfahren? Der ist mit dem Fahrzeug angefahren, wollte halt schon ein bisschen langfahren. Jetzt muss der hier immer im großen Kreis fahren, weil der einen Gashänger hat. Jetzt wissen wir nicht, wie ich ihn anhalten soll. Verstehen Sie das Problem? Hallo? Ja, ich kann... Ja, der fährt hier jetzt immer vorbei. Ja? Ja. Und wie kann ich Ihnen da jetzt helfen? Ja, das weiß ich ja auch nicht. Ne? Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Der ist halt... Geh runter vom... Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ich muss halt sehen, dass der irgendwie die Gaszufuhr vom Hänger nach dem Auto irgendwo unterbrecht. Ja, ja, das ist genau der Punkt. Und der ist jetzt halt gezwungen, hier ständig Vollgas zu fahren, ne? Ja. Wo sind Sie denn jetzt? Ja, ich bin hier an einer Rennstrecke. An der Rennstrecke sind ja. Sie jetzt? Ja, nehme ich mal an. Mein Sohn hatte mich mitgenommen, hat gesagt, Papa, komm schon mal mit, guckst du mal. Und jetzt sind wir hier, ne? Ja. War das jetzt gerade der Sohn, würde der jetzt wieder vorbei ist, was man da im Hintergrund hörte? Richtig, das ist halt immer der Sohn, der hier... Ja, ja, da war er wieder, ne? Ja, ich habe es gehört. Ja, der kommt auch immer wieder schnell an Ihnen vorbei. Ja, der ist auch sehr schnell, der fährt ja ständig Vollgas. Ja, soll ich Ihnen da jetzt sagen, wenn er einen Gashänger hat? Ja. War das jetzt der Sohn schon wieder, der jetzt gerade schon wieder vorbei ist? Richtig. Ja, ich würde mal mit Kupplung treten. Mit Kupplung? Ja. Ja, ich bin das nächste Mal kommt, dann... Moment, Kupplung! Ich weiß halt nicht, ob das jetzt, ne? Müssen wir warten, wenn jetzt... Moment. Ich hab's gehört, müssen mal ein Schild hochhalten. Kupplung aufschreiben. Ich weiß ja, das, was Sie dann möchten. Kupplung und Bremsen. Ja, und dann langsam aber bremsen. Moment, ich schreib das mal auf. Ah, da kommt er wieder. Jetzt ist er, ja, hat er noch nicht gesehen. Das hat er nicht gesehen? Ja, da muss ich mal warten, damit er hier jetzt wieder langkommt. Ja. Ja. Ah. Kupplung! Mann, jetzt, was macht er denn jetzt? Jetzt, da kommt er wieder. Das in meinem Alter. Wo ist er denn jetzt, oder? Ja. Das war ein anderer. Das war ein anderer, ja. Mann, jetzt hatte ich schon erschrocken, du. Ja, dass da nichts passiert ist. Halt doch an! Da muss er rausspringen! Das gibt es gar nicht. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er schon wieder weg. Ja, ist hinter der, hinter der Kuppe verschwunden. Ah, da war er wieder. Ja, ich glaube, den können wir nicht mehr angehalten. Müssen wir warten, bis der Tank leer ist. Ja, das ist natürlich jetzt das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Jetzt lange warten müssen, bis der Tank leer ist. Ja. Ja, da war er. Oh, ich meine, mittlerweile gewöhnt er sich, glaube ich, an die Geschwindigkeit. Also, Ha, da war er. Er hat aber nicht mehr so viel Angst. Hat er nicht mehr so viel Angst? Nee. Das ist ja ein gutes Zeichen. Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Ja, dann brauche ich jetzt noch erst, glaube ich, keine Hilfe mehr, oder? Ja, hoffen wir doch nicht. Dann hoffe ich mal, dass das noch ein gutes Ende nimmt mit Ihrem Sohn da. Ja. Ja, und dann, hoffe ich mal, dass wir Ihnen helfen können. Ja, dann Dankeschön und alles Gute, ne? Ja. Tschö. Ja, tschö. Ich würde mal gerne wissen, wo das jetzt ausgestrahlt worden ist. Mit Sicherheit, oder? Hallo? Hallo?